Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir sind hier immer noch mit Terra in der Mirage Arena und wir sind auch immer noch dabei, hier weiter den Arena-Level zu steigern. Ja, ich habe jetzt erstmal ausgedacht, erstmal ein bisschen was dafür vorbereitet, nämlich die letzten beiden Strecken für das Karambolage-Rennen hier freigeschalten. Und deswegen machen wir auch gleich sofort mit denen hier weiter. Rundenanzahl bleibt natürlich dieselbe, aber wir werden ja nur die Gegner hier auf einen beschränken. So, dass jetzt nur Terra und der Gegner jetzt hier da sind. Okay, und dann legen wir gleich mal sofort los hier mit der Grand Prix-Strecke. Gehen wir auch gleich sofort hier in die Arena rein und fangen an. So, jetzt kann ich ja nur hoffen, dass ich das auch schnell genug schaffe. Als ich ja die Strecken freigeschalten hatte, hatte ich ja ein bisschen Probleme gehabt. Aber auch nur, weil ich ja da auch ja gleich gegen 5 Gegner auf einmal noch antreten musste. Hier mit nur einem sollte das ja jetzt ein bisschen einfacher werden. Und los geht's. 3, 2, 1 und Boost! Also, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. So, dann müssen wir auch gleich erstmal hier durch den Tunnel durch und... Boah, verdammt. Scheiße, da bin ich ja irgendwie nicht so richtig in die Kurven gekommen. Und immer schon aufpassen, ich darf ja nicht zu lange an den Wänden dranbleiben, denn sonst werde ich ausgebremst. Alles klar, und los geht's! Erstmal müssen wir uns ja hier natürlich ein bisschen die Sprungschanzen wieder mal zunutze machen. Oh. Na, wenn ich sie natürlich treffe, heißt es. Naja, gut, ist ja nicht schlimm. Oh, verdammter Mist. Das ist natürlich nicht so gut. Aber immerhin, hier haben wir jetzt erstmal wieder Chance auf eine schöne Abkürzung. Okay, immer schön ausweichen. Oh, und dieser Gleitrasser, der ist natürlich ganz schön dicht dran, ne? Aber das sollte eigentlich hinzuhauen sein, dass ich jetzt hier einfach mal eigentlich in der guten Zeit hier jetzt eigentlich durchkomme. Wo ich ja jetzt natürlich keine Ahnung habe, wie schnell ich eigentlich überhaupt hier fahren muss. Und du machst einen Abgang. Und immer schön vorsichtig. Okay, und jetzt erstmal hier schön Boost und dann haben wir uns erstmal hier die Barriere geschnappt. Ja, jetzt sind wir erstmal hier für kurze Zeit gegen alles immun, sogar gegen den Tornado hier. Selbst wenn ich jetzt in den reinfahren sollte, würde der mir nichts ausmachen. Du machst einen Abgang. Oh yeah. Na, so habe ich das doch gerne. Okay, okay, Barriere hat schon nachgelassen. Ja, lange hält die leider nicht vor. Na gut. Wenn das weiter so gut läuft, schaffe ich jetzt ja tatsächlich diese Strecke innerhalb von 5 Minuten zu absolvieren. Du hörst endlich mal auf, hier mich ständig zu überholen. Mann, das ist immer so unfair, dass die immer jedes Mal irgendwie so einen Geschwindigkeitsschub oder so bekommen. Oh. Das war wieder mal nichts. Wow. Okay, das war super. Jetzt habe ich jetzt erstmal schön ein paar Boots bekommen. Den hier leider nicht, aber wenigstens habe ich es auf die Abkürzung geschafft. Wow. Immer schön aufpassen. Ich will nicht in den Tornado rein. Also, es klappt ja ganz gut. Schön aufpassen. Und erstmal hier scharfe Linkskurve. Boah, muss ich aber nicht zu nah an die Wand. Das wäre nicht so gut. Okay, der kommt schon wieder hinterher. Der holt auf. Und zack. Erstmal das hier. Sehr gut. Und dann erstmal wieder hier Sprung. So, die Barriere hat mich ja jetzt geschützt. Das ist super. Ah, jetzt ist er aber auch leider schon wieder aufgelöst. Boah, das war knapp. Jawohl, und damit letzte Runde. Sauber. Gut, und die Zeit sieht ja tatsächlich ganz gut aus. Also wenn ich jetzt hier wirklich keinen Fehler machen sollte, dann schaffe ich die Strecke hier tatsächlich unter 5 Minuten.
Ja, aber das wird ja natürlich noch nicht das Schlimmste. Die letzte Strecke wird jetzt zwar richtig hardcore. Ja, die ersten drei Strecken ja praktisch immer jedes Mal Varianten von ein und demselben Parcours hier waren. Wird die letzte natürlich eine ganz neue Strecke sein. Und ja, das wird dann richtig lustig. Und hepp. Schade. Den letzten Ring habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber gut, das sieht super aus. 4,5 Minuten haben wir jetzt gerade durch. Wow! Alter Schwede. Und, na also, geht doch. Und wir haben gewonnen. Wir sind im Ziel. Und das reicht ja auch erstmal. 4,47. Nochmal 65 Medaillen dazu. Und Arena-Level ist jetzt 9. Bin unter 5 Minuten abgeschlossen, also ich hab's doch gewusst. Na gut, dann schauen wir uns nochmal hier die Berichte an. Oh, Eiscreme-Sorten. Ja, da fehlen ja noch 2. Gut, und ich weiß ja auch zumindest schon mal, wo ich die letzte Zutat herbekomme. Die Arena dafür ist eigentlich auch eine ganz andere. Warte mal, ich könnte ja mal schon mal nachschauen, ob ich diese vielleicht schon freischalten kann. Also ich weiß eigentlich ja, für den normalen Arena-Kampf brauche ich ja mindestens Arena Level 15. Aber mal sehen, ob ich mir eigentlich ja schon über die Medaillen was leisten kann. Das sieht wohl nicht so aus. Ich brauche 600 Medaillen, um Schatzhatz freizuschalten. Und in der Arena ist es ja leider noch nicht verfügbar. Wie gesagt, dafür brauche ich Arena Stufe 15. Okay, und hier brauche ich Arena Stufe 8 mindestens. Okay, das haben wir ja schon. Könnte ich also jederzeit immer noch mal versuchen, wenn ich Geld haben will. 1400 Taler oder mehr, 8-mal oder mehr, 5-mal oder mehr. Okay, Übung macht den Meister. Blitzschnell 20-mal oder mehr. Habe ich den eigentlich überhaupt schon gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, den hatte ich schon. Ja, der Doppelgänger ist noch neu. Ein Mann aber hier ist noch neu. Und das Seeungeheuer. Das Seeungeheuer klingt eigentlich sehr interessant. Aber gut, egal. Wir machen erstmal weiter mit dem Karambolage-Rennen. So, da wollen wir jetzt die Schlossstrecke haben. So, werden wir wieder mal hier auf 2 Spieler beschränken. Und dann legen wir los. Oh Mann, und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst. Denn seht euch mal diesen krassen Parcours hier an. Ja. Sogar mit Untergrundstrecke hier. Also, da hat man auf jeden Fall echt eine Menge an Route vor sich. Okay, leider kein Bus geschafft. Und hopp. Ah, Mann. Und ich merke eigentlich schon, diese Strecken sind natürlich ziemlich hardcore. Oh, verdammt. Mann, Alter. Und vor allem verwirrend. Ah, Mann, komm schon. Ah, meine Güte, das geht natürlich nicht so gut. So kann das natürlich nichts werden. Ah, Mann. Naja, gut, das kriegen wir vielleicht doch auf die Reihe. Gegner hat zwar schon jetzt hier ordentlich einen Vorsprung, aber mit etwas Glück schaffen wir das hier wieder aufzuholen. Wenn ich einfach hier erstmal ein bisschen Tempo hole. Yes! Gut. Na, also hat ja schon mal ganz gut geklappt. Naja, mehr oder weniger. Oh, hier hätte ich eine schöne Abkürzung kriegen können. Na gut, dann müssen wir uns eben mal die nächste holen. Oh! Nehme ich die hier durch. Oh. Shit! Bin ich jetzt von der Spur geflogen. Kann doch nicht wahr sein. Aber immerhin sind hier wenigstens auch einige Boostringe. Kann ich erstmal wenigstens wieder ordentlich Geschwindigkeit aufholen und erstmal muss ich um die Kurve rum. Aha!
Ja, ich habe ja gesagt, die Strecke hat es ein bisschen in sich. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die nicht innerhalb von 5 Minuten schaffen muss, denn dann wäre doch vielleicht ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit jetzt gerade hier. So wie ich mich anstelle. Boah, verdammt. Ja, dann fahre ich lieber hier rum. Boah. Mann, das gibt's doch nicht. Ah, Mist. Und jetzt befördert er mich also hier durch. Mann, das war jetzt mies. Na gut, aber immerhin. Wir sind wieder erstmal ein bisschen anständig auf der Strecke. Boah, aber das muss besser werden. Das muss einfach besser werden. Okay, jetzt erstmal wieder hier ein bisschen boosten. Also jetzt scheinen wir ja wirklich langsam wieder ein bisschen zurechtzukommen, hoffe ich mal. Ah, Mann! Blöde Kante, ey! Hätten die ruhig mal ein bisschen besser lösen können hier. Die Strecke ist ja richtig fies. Okay, das Schlimmste ist, ich habe ja noch 2 Runden vor mir. Na, jetzt gleich noch eine. Sobald ich es ja geschafft habe, den Ausgang zu erreichen. So, und zack. Und wieder mal schön boosten. Letzte Runde. Und ich bin leider immer noch Zweiter. Mist. Ja, aber wenigstens schaffe ich es mit etwas Glück, vielleicht unter 6 Minuten die Strecke zu absolvieren. Das wäre vielleicht was anderes. Aber es wird knapp. Das wird sehr knapp. So, gut. Fast schon geschafft. Oh Mann. Jetzt komm schon. Yay! 5:30 sogar. Unter 5:30. Naja, vielleicht hilft das ja. Bringt erstmal 80 Punkte. Ja gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, Schlossstrecke unter 5:30 geschafft. Ah, geht doch. Na also, dass ich da jetzt verloren habe, ist ja nicht so schlimm. Also ich muss ja lediglich ja bloß die Strecke absolvieren in der Zeit. Das ist alles, was man hier schaffen muss. Okay, dann haben wir jetzt erstmal hier das Karambolagerennen fertig. Spiele jetzt... Jo, was machen wir jetzt als nächstes? Also ich habe noch 6 Minuten Zeit. Können wir erstmal hier noch ein bisschen weitermachen. Werde ich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen in der Arena kämpfen. Riskante Reichtümer. Dann werden wir uns mal jetzt hier mal dem Doppelgänger widmen. Aber ich denke, ich werde erstmal vorher hier mal das Kommando, die Kommandos austauschen, oder? Nee, reicht. Gut, dann versuchen wir es nochmal. So, wo ist das jetzt? Der Doppelgänger. Den mache ich jetzt fertig. Könnte jetzt vielleicht ein bisschen brutal werden, aber soweit ich mich jetzt erinnere, war das der Gegner, wo ich jetzt hier Terras exklusives Schlüsselschwert erhalte. Na, werden wir ja gleich sehen.
Oh, auf jeden Fall, wir kämpfen jetzt erstmal hier im tiefen Weltraum. Habe ich mir schon wieder gedacht, dass das kommt. Dann machen wir mal das. Und gehen weiter mit Runde 2. Und kommen wir jetzt hier mit der Klingenaura. Ja, jetzt gehen ja hier wirklich alle kaputt. Und schon haben wir Runde 3 erreicht. Okay, da habe ich diesmal nur einen eingefroren. Schade. Und schon geht's weiter hier mit dunkler Impuls. Oh Mann. Richtiger Gegner habe ich ja hier damit nicht erwischt. Mann! Blödes! Mann, dachte ich echt schon, der wollte sich überhaupt nicht mehr treffen lassen. Und weiter geht's, Runde 4. Erstmal hier alle auf Eis legen. Und dann gleich sofort in einen Magnetstrom. Okay, da habe ich jetzt einen erwischt. Okay, dann machen wir wenigstens auch mal schnell das UFO hier kalt und dann gehe ich am besten in Deckung. Gute Idee. So, und so wie es aussieht, haben wir jetzt sogar schon den finalen Gegner erreicht. Aber aus irgendeinem Grund dauert es jetzt ganz schön lange, bis es hier lädt. Ah, da ist er ja. Irgend so ein komischer Typ mit einem Buch in der Hand. Machen wir das einfach mal. Während er jetzt hier sowieso jetzt gerade mit seinem ollen Laser hier rumballert, kann ich ihm erstmal ein bisschen was abziehen. Ah, es läuft ja ganz gut hier. Haben wir ihm schon mal das meiste abgezogen. Und schon gewonnen. Ah, ging ja doch einfacher als erwartet. Dachte echt, der wäre ein bisschen schlimmer drauf, aber na gut. Wenn ich hier jetzt eigentlich auch ständig mit Multifokus schieße, dann ist das eigentlich auch nicht so schwer. So, nur, was bekommen wir dafür? Erstmal 120 Punkte, 180 sogar nochmal für den Bonus und ja, wir haben uns nicht einmal geheilt. Und wir erhalten den Schattenletzen. Schattenlefzen, ich weiß nicht, ob das so heißt. Egal, ein Schlüsselschwert mit geringer Reichweite, das nur selten kritische Treffer ermöglicht, aber einen hohen Attackewert hat. Ja, schicke Waffe. Also wie gesagt, das ist Terras exklusives Schlüsselschwert. Also die anderen beiden kriegen jedenfalls nicht so eins von dieser Sorte. So, okay, damit haben wir erstmal Arena Level 11 erreicht. Und wir können uns ja mal unser neues Schwert mal hier anschauen. Schattenlefzen. Okay, hat Angriff 5, Magie plus 2. Ja, aber wie gesagt, geringe Reichweite und... ja. So,
sonst war der nichts Besonderes, aber man kann ja irgendwie schon in gewisser Weise erkennen, dass es ja eine gewisse Ähnlichkeit mit den anderen Waffen hier hat. Zum Beispiel hier mit dem Chaosbringer, dieses komische rote Muster hier an der Waffe, hat irgendwie eine gewisse Gemeinsamkeit, würde ich mal behaupten. Alles klar, gut. Damit hätten wir also auch das hier erstmal schon mal geschafft. Im nächsten Part, Freunde, dann würde ich mal sagen, ja, kümmern wir uns mal auch eigentlich um das Weitere. Oder warte mal, ich gucke erstmal nach, ob jetzt überhaupt Kommandobrett jetzt eigentlich überhaupt tatsächlich hier alles freigeschalten ist. Also ich habe jetzt... Ah, es ist dabei. Sehr gut. Dann weiß ich ja schon mal, was wir im nächsten Part machen können. Wir werden uns jetzt mal, ja, eine kleine Partie auf dem geheimen Brett gönnen, das wir eben ja freigeschalten haben, weil ich habe ja offscreen erstmal das Nimmerland-Brett ja noch hier schnell fertig gemacht, damit ich ja dieses letzte Brett kriegen kann. Und das, ja, darum werden wir uns dann eben im nächsten Part kümmern. Also dann, bis zum nächsten Mal und ciao!